Sehr schön. Gut, dann. Oh, okay, ich habe den jetzt. Okay, ich habe den gar nicht gefangen. Deine Bestellung ist da. Ah, super. Na komm schon. Ihr wollt es doch auch. So. Bei dem ersten waren die viel. Ah. Bei dem ersten waren die viel schneller. Ah, jetzt. So, gut. Dann. Wo sind die Grünen? Wo sind die Grünen hin? Die sind gelbe oder orange? Ups. Ich fahre mal nach da drüben. So, die Angel hat ja gerade ein bisschen. Für den Großen immer mal Pause machen beim Fisch holen, damit die Leine nicht reißt. Ah, okay. Aber Grüne habe ich hier gar nicht gesehen. Ich habe nur die Orangen gesehen. Und die gelben. Aus dem Wasser und erschienen wir von der Familie. Ah, Fliegen. Fliegen. Leben in Flüssen. Okay. Also muss ich dann hier runter wahrscheinlich. Okay. So, das werden wir dann mal tun. Warte, dann fange ich noch mal kurz einen. So. Weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Vorrat an welch, an solchen Fischen. Ja, komm. Gut, dann ab zum Fluss. So, auf jeden Fall würde ich die Quest noch fertig machen hier. Also den Fisch holen. Und dann können. Ah, interessant. Und dann können wir ja für heute auf jeden Fall Schluss machen. Brot. Ah, das sind die. Oh, perfekt. Da hätte ich ja gar nicht das Floß gebraucht. Ne? Super. Ups, Entschuldigung. Komm, Dummi. Sehr schön. Und komm.
Jetzt habe ich 3, oder? Donner, Donner, Donner. Blauer. Genau, Donner habe ich noch 3, Blauer habe ich noch 1. Also kann ich noch mal. Einen auf jeden Fall machen. Ist das der falsche? Warte mal. Nee, das ist doch. Warte. Das müsste der richtige sein, ne? Aber die wollen jetzt nicht mehr. Dann ist es der falsche Köder. Nee. Nee, das ist doch der richtige. Warte, warte, warte. Muss ich dafür etwa auf dem Schiff sein, damit ich angeln kann? Das wäre ja dumm. Okay, nee. Die wollen jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, haben keinen Hunger mehr. Na gut. Dann wollen sie halt nicht mehr. Ja, dann. Ich kann fahren. So. Gut. Also, aber 3 müssen reichen. So. Drei müssen eigentlich rein. Aber komisch, dass die gerade nicht mehr gefressen haben. Aber wahrscheinlich hatten die keinen Hunger mehr. Kann man ja auch nichts machen. Wenn man keinen Hunger hat, hat man keinen Hunger. Plup. Hui. So. Gut, dass wir auf jeden Fall. Ich habe Angeln gar nicht so stressig in Erinnerung. Die Fische mögen dich nicht. Ja, könnte sein. Aber gut, dass ich erstmal geschaut habe, wie viele Fische es hier gibt. Weil dann hätte ich den da hinten gar nicht gefunden, glaube ich. Also dann hätte ich ja die ganzen Fische, die ganzen. Sandfische hier leer gefischt, bevor ich da hinten hingegangen wäre. So. Warte, ich hab mal. So, da bist du. So. Ich kann immer essen. Ja. Wo bist du jetzt hin? Ah, da. Nochmal. Nein, das war zu viel. Entschuldigung. Du bist es doch auch. Großväterchen. So, ich habe Großväterchen gefangen. Er hat einen Ring ausgespuckt.
Ich habe jetzt den Ring, aber sollte ich Großväterchen behalten oder ihn zurück ins Wasser werfen? Ich lasse ihn frei. Und er ist fortgeschwommen. So. Dann. So. Natürlich lasse ich den frei. Hauptsache, ich habe den Ring. Aber schon komisch, dass der den Ring ausspuckt. Okay. Endlich wieder essen, wann du willst. Yay. Ja. So. Das hat dann jetzt doch noch nicht so lange gedauert wie gedacht. Dann können wir ja noch ein bisschen. Hallo, hier ist der Ring. You found me, my ring traveler! But you didn't bring the old fish! Ich wusste nicht, dass du ihn brauchst. Ich bin doch kein Fischmörder. Ich wusste nicht, dass du ihn willst. Boot verriert Festland. Boot. Ja, ist wirklich so. Schade, dass die das hier nicht eingeführt haben. Ich meine, das ist voll unrealistisch, dass das nicht explodiert. Ich wusste nicht, dass sie den Fisch auch will. I don't need him per se. I'm so glad just to be reunited with my wedding ring. Thank you for bringing it back. Here, have a few glowstones. 30. And thank the great shade you survived. Überleben, was meinst du? Du dachtest, Großväterchen würde mich umbringen? Well, it's hard to be sure. What a mean-spirited old fish. You ever hear the tale of how old Pops came to be so grumpy? No? Whew, you're in for a treat. Well, you see, there was one day, old Pops swallowed a bitter frog. So he swallowed this frog, and the taste was so awful, old Pop started thrashing round something terrible. There was a boat nearby, and when old Pop leapt out of the water, he hit it hard. That boat was knocked over, and the captain was real upset. He was yelling and ended up harpooning the giant fish right in the side. Didn't you notice the lard gash on old Pops? So anyhows, old Pops has been bitter ever since. Can't believe you survived fetching my ring from him. That old Pops, he's got it out for us all! Was ist das denn für ein... Oh, schön. Oje. Gut, an der Spitze von Nava. Das machen wir jetzt. Das können wir jetzt eigentlich auch machen. Weil wir sind ja in der Nähe, nicht? Ja, dann gehen wir kurz nochmal zu der angeblichen Hellseherin, die uns voll reingeritten ist. Weil ich habe ja am Anfang nur welche gepflückt und dann nicht mehr. Voll blöd. Und die Sachen, die ich jetzt ihr abgebe, sind ja auch nicht von da, also bringt es gar nichts, was die will. Gut, aber ich will nochmal ins Baumhaus. Das Baumhaus ist cool. Und dann müssen wir auch noch die Stadt malen. Haben wir die Stadt nicht schon gemalt? Nee, dann hätten wir es gleich abgeben können. Okay. So, dann gehen wir mal. Es wäre so cool, wenn man wirklich so durch die Natur einfach gehen könnte. Also so einfach querfeldein, ohne jetzt Sorgen von
Zecken und was weiß ich zu haben. Das würde mir voll Spaß machen, aber nö. Ich mag keine Zecken. Genau, auf einem Turm in der Stadt dann noch, ja. Oh, die Zecken lieben dich, ja, aber ich sehe dich. Na du. Have you collected any invasive scragweeds? Ja, bitteschön. Beautiful. Simply beautiful. Oh, I do apologize for all the trouble I gave you, traveler. Anytime you want to make Eastshade more beautiful, do bring back more weeds. I'll compensate you handsomely. Was? So hat die mich jetzt dafür bezahlt, dass ich die, also, die Strafe, ich check die nicht. Der braucht Logiker, wenn es Money gibt. Ja, ist echt so. So, dann würde ich sagen, ab in die Stadt. Die Stadt malen. Die Gläschen, also die Fläschchen abgeben. Und dann auf den... Ja, also mit Passierschein dann auf die Baustelle und dann die Aussicht malen. Und dann sind wir fertig für heute. So, speichern. Aber ganz ehrlich, ich mag die Fackellichter da von hinten voll. Gefällt mir voll. Weil ich muss ein bisschen Behindikindi hier rumhocken, umsetzen, damit man die auch sieht. Da muss ich ja noch schauen, wie ich das am besten mache. Sehr schön. Ja. Passierschein A38. Das wird auch nie alt, ne? Ich feiere es ja so, dass die das CD Projekt das in Witcher eingebaut haben. So krass. Richtig gut. Da habe ich ja ich habe das beim Kronk angeschaut, weil ich das Add-on, also das ist ja bei Blood and Wine, das hatte ich da noch nicht. Und das habe ich halt dann beim Kronk angeschaut und der ist auch so abgebrochen bei dem. Oh, fuck. Ja, Gollum ja auch. Hab mich tot gelacht. Vor allen Dingen... Es ist halt so lustig, dass er, wenn das abkackt, kommt immer dieses Flötenlied voll laut. Oh Mann. Okay, dann würde ich einfach sagen, dass wir das jetzt einfach dabei belassen. Und dann, ja, das nächste Mal einfach weitermachen. Gut, dann zum Schluss sind alle wieder wach. Ja, ist echt so. Ach, ich verstehe es wirklich nicht, warum das jetzt auf einmal die ganze Zeit so abstürzt und so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ich habe ja nichts verändert oder neu gemacht. Beziehungsweise, also ich habe, was ich verändert habe, war oder ist, dass im Hintergrund jetzt das Voice-Programm von RTX läuft. Also das macht so Hintergrundgeräusche und so weiter, fadet das total aus. Aber daran kann es ja nicht liegen. Naja. Dann, also ich werde auf jeden Fall das mal reparieren. Liegt es daran, dass es halt nicht in deiner Bibliothek ist, sondern in meiner? Müssen wir ja mal mit anderen Spielen testen. Können wir mal machen, ja. Ja, stimmt, reparieren kann ich es ja auch wahrscheinlich nicht, weil es in deiner Bibliothek ist, oder? Oder ich kauf's einfach. Also das kostet ja nicht sehr viel.
Doch klar, okay, ja, cool. Das kostet, glaube ich, nur 20 € oder so. Kannst es da doch runterladen, ja. Oder hast du es runtergeladen, ja. Gut. Aber das ist jetzt erstmal der letzte Stream. Also Donnerstag kommt noch ein Stream und dann bin ich ja für 3 Wochen lang weg. Aber ihr beide wisst es ja. Oder ihr drei. Jetzt 3 Wochen East-J-Pause, ja. Aber wie gesagt, bei meinem YouTube-Channel kommen ja die ganzen Folgen raus. Also könnt ihr da nochmal nachschauen. Und wir waren nicht mal bei Vasu. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Aber voll blöd, dass das ja jetzt nochmal abgekackt ist. So, wir hätten nur noch 5 Minuten oder so gespielt. Naja, in 3 Wochen erstmal eine erste Anlaufstelle. Ich weiß nur noch nicht ganz genau. Es ist jetzt ja die Überlegung, dass wir entweder Sonntag hier ankommen oder Montag. Und wenn wir Montag hier ankommen, ist natürlich die Frage, ob wir es bis 3 Uhr schaffen. Aber das können wir ja dann so machen, dass ich diese Woche werde ich Twitter starten und dann auf jeden Fall hier auch einen Link zu meinem Twitter-Account machen und dann schreibe ich da einfach rein, wann wir, ja, finally, wann wir ja, hier wieder anfangen und genau, dann auch ein paar Fotos schicken und so weiter. Also genau. Hab kein Twitter. Ja, dann macht ihr Twitter. Ich muss da jetzt auch durch. Also ich habe zwar Instagram, aber das ist halt ein komplett anderes Klientel da. Also da sind halt nur die, ja, meine Arbeitskollegen und Kunstkollegen. Und wenn ich da jetzt anfange, so, ja, heute wieder streamen, dann werden die sich denken, what the? Also, was los? Wenn du Twitch machst, brauchst du Twitter. Ja. Haben auch sehr viele YouTuber gemeint oder Streamer gemeint, dass heutzutage ohne, also wenn du nur Twitch machst, kommst du nicht weit. Du musst auch YouTube machen und du musst auch Twitter machen. Ja. Genau. Aha.